damit ihr euch was Ordentliches anziehen könnt. Hochzeit steht an. Ja, macht das. Pyro heiratet die nächste Frau. Gleich, wenn die Waffe fertig ist hier. Nee, kein Arm, kein Bein. Ich brauche ein bionisches Auge. Die Angriffe werden auch jedes Mal schlimmer, ne? Hier geht immer mehr auch zum Teufel. Mal sehen, wann wir da hier irgendwann mal schaffen. Behandel sie. Du musst dich selbst dann auch noch behandeln, ne? Mist, dass ich vor uns die Waffe weggeschmissen habe von ihm. Aus Versehen. Das war wieder ganz doof. Die haben aber nichts, okay. Hier das ganze Zeug mal erlauben. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Alisa, du bist fit. Pyro, du bist fit. Sky, du bist nicht fit. Das ist aber in Ordnung. Rasend Wut, Jimmy. Ja, seine Tür ist auch noch nie gebaut. Es läuft hier einfach. Büro, was machst du denn? Du bist Pemmican. Behandle erstmal Sky. Dann kannst du von mir aus Pemmican essen. Dass die Leute hier alle wieder fit sind und ihre Arbeit machen können. Also, na gut, das dauert noch ein bisschen. Vor allen Dingen, Tetrick ist ja. Jetzt hat sein Auge noch erwischt, ne? Naja, gut. Was willst du machen? Hol dir bloß dein Zeug wieder. Genau, die Schrotflinte und die Sniper. Nicht, dass du die Sniper jetzt brauchen würdest. Weil du ja das Auge eingebüßt hast. Aber naja, gut. Wenn du dein bionisches Auge dann hast, dann bist du wieder ein guter Sniper. Falls es nochmal dazu kommt, weil im Moment sieht es so aus, als würde man jede Sekunde schwächer werden. Die Angriffe immer stärker. Was war das? Das ist für ein Geräusch gewesen. Du hast ein Schild. Wieso hast du dir ein Schildgürtel angezogen? Du bist doch doof. Was willst du mit dem Schildgürtel? Ja, genau, ist erstmal Pemmican da oben. Dann schnappst du dir hier das Präzisionsgewehr. Ja, hier. Die Schrotflinte nimmst du dann als Seitarm und den Schildgürtel legst du bitte wieder ab. Echt mal. Ja, hier, Seitarm. Genau, danke sehr. Und das Ding ablegen. Drop. Okay. Kannst du auch gleich tragen. Nee, nee, anziehen. Ich wüsste nicht, warum der verboten ist. Hier, trage. Sehr gut. Dann ist das erledigt. Alisa, du kannst mal ganz kurz hier putzen. Sky, was machst du? Du tust kochen wahrscheinlich. Ah ja, mach das. Aber trage erstmal das hier. Dass du da Platz hast. Okay, danke. Trage das. Sehr gut. So, trage das. Ich trage erstmal ganz schnell alles dahin. Bevor er wieder kochen soll. Wie weit bist denn du mit deinem Skill? Kannst du endlich... Ach, kochen 6, Gott sei Dank. Mach die leckeren Mahlzeiten, bitte. Die sind eh viel besser. Aber du musst das schon mal da so, alles hintragen. Bevor du da was machen kannst. Achso, du kannst nicht alles tragen. Das ist doof hier. Trage. Ach, alles einzeln machen gerade. Einfach, weil man nie genug Leute und Viecher hat.
Genau, mach mal sauber. Dann kannst du mal schön Reis holen. So. Ja, hol Reis. Ist Reis für Gefangene reserviert? Ich werd bescheuert. Okay, bau dann doch erstmal die Tür, dass das weggeht. Weil das stimmt ja so nicht. Tedrick, machst denn du? Wahrscheinlich nichts Sinnvolles, ne? Make Muffalo. Da kommt halt zu nix, ne? Achso, du verarztest ihn. Okay, sehr gut. Wie kaputt ist er? Geht. Okay, schnapp dir den Reis. Ist Reis für Gefangene. Bist du doof oder so? Bist du einfach nur doof? So, Tragereis. Du auch. Ist mir wurscht, was ihr hier macht. Du trägst auch Reis. Du trägst Fleisch. Fledermäuse, du nicht. Ja, der ist nicht mehr verboten. Der ist auch nicht mehr verboten. Fledermäuse, kannst du bitte auch Reis tragen? Kurz mal. Dass man ja hier mal was passiert. Der kann ja dort liegen bleiben noch. Tedrick und Marianne haben ein individuelles Band geknüpft. Das ist natürlich doof. So, Sky, was machst du? Ruht sich mit anderen aus, anstatt mal was zu essen zu machen. Von mir aus. Naja, es ist halt gerade Entspannungszeit, ne? Gottes Willen, wir kommen nicht mehr klar hier. Tiere sind halt auch noch nicht so weit. Oh, verdammt. Ach, mit dem Labrador-Retriever ist er verbunden. Das ist natürlich extra doof. Weil der wahrscheinlich extra sterben wird. So, hier. Das Ding ist zu klein. Das Lager. Lager erweitern. Hier. Brauchen mehr. Dann kann Tedrick da irgendwann mal die Leichen hintragen. Gott, das sieht hier aus. Alisa, du musst auch mal tragen. Das ist ganz wichtig gerade hier. Mach mal eine 1 bei Tragen und nur eine 2 in Feldarbeit. Ja, komm. Erst mal tragen. Dass wir hier weiterkommen. Genau. Das muss alles weg hier. Wenn hier keiner trägt, kommen wir nämlich nie weiter. Hier baut auch keiner was. Ach so. Warum baust du nicht, Tedrick? Weil bauen bloß eine 2 bei dir ist. Hier, mach mal eine 1. Bauen ist wichtig. Alisa ist gerade mit Tragen beschäftigt. Sky kommt ja ohne zum Bauen, weil er ganze Zeit kochen muss und sich um den Gefangenen kümmern. Sehr gut. Damit das Zeug hier mal fertig wird. Damit wir wenigstens wieder ein bisschen Luft sehen. Fledermäuse kümmert sich um die Feldarbeit. Das heißt, die Waffe hier wird auch nie fertig. Oh Mann. Läuft. Aber wir haben Essen. Jede Menge Reis. Besuchergruppe. Jo. Kommt mal vorbei. Lucky ist auch gerade da. Könnten handeln. Sky, mach mal kurz einen Handel hier. Können wir denn hier wieder einzelne Müllwaffen verkaufen? Wo ich voll dabei bin hier. Das kann alles wegkommen. So, hier kommen wir jetzt langsam zu wertvolleren Waffen. Egal, kommt alles weg. Was soll ich mit dem ganzen Scheiß hier? Irgendwas kaufen? Nee, wir nehmen das so an. Sehr gut, jetzt liegt hier nicht mehr so viel Scheiß rum. Das heißt, den Scheiß müssen sie hin und her tragen. Und das nimmt denen natürlich ein bisschen Arbeit ab. So, Tedrick, wie weit bist denn du mit Bauen? Ach Gott, du. Bist ganz langsam. Wie weit ist deine Arbeit? Schlecht. Ja, du bist halt noch ganz schön kaputt.
Alisa trägt alles Mögliche hin und her hier. Ist da schon mal bei den Leichenhaufen. Ich meine, warum nicht, ne? Warum nicht? Ah, schön. Pupu. Die Toilette ist verstopft und keiner kümmert sich drum. Alisa. Alisa. Achso, kein Abwasserkanal. Haben sie wieder zerstört. Drecksäcke. Hygiene, hier Abwasser. So. Irgendeiner kaputt gemacht. Tedrick kümmert sich dann irgendwann mal darum, das zu bauen. Minus 17. Sie hätten mehr erwartet. Das ist doof. Aber ich meine, hier sieht so aus wie... Ja, das Ding hier ist auch bloß durchschnittlich, ne? Alisa, sobald du munter bist, musst du dich immer sauber machen. Gut, wir haben immerhin wieder leckere Mahlzeiten. Das ist schon mal gut. Ne, die einfachen Mahlzeiten sind dann auch wichtig. Es trägt alles niemand hin und her. Ganz so viel hin und her gerenne. Kein Wunder, dass die nie zu irgendwas kommen. Was machst du? Spiel Schach? Nee, du machst erstmal die Bühne hier sauber. Das sage ich dir. So, da sieht's doch gleich viel besser aus. Ja, wieder extrem eindrucksvoll. So wollte man das haben. Sky, bevor du jetzt hier noch mehr machst, reine ja schon mal. Andernfalls haben wir hier wahrscheinlich gleich ein Problem. Huch, wie viel produziert er denn davon, wollte ich gerade sagen. Okay, da hat er aufgehört. Das ist doof. Hier, Details nicht zum besten Lager bringen, auf den Boden schmeißen. Bitte. Gut, sehr gut. Du musst hier mal kurz trage leckere Mahlzeit. Dann trägst du die leckere Mahlzeit. Und dann trägst du hier Fleisch. Genau, sehr gut. Gut, und dann sieht das auch schon mal wieder ein bisschen besser aus. Ich brauche mehr Träger. Die Tiere bald soweit. Nein. Steht aber ohne dran, wie lange die noch klein sind. Ich brauche Träger. Jimmy, mach mit. Widerstand ist, wird langsam niedriger. Da geht's. Alisa, kannst du mal ganz schnell... Ich weiß gar nicht, was du überhaupt machst. Geh spazieren. Kannst du nicht mal arbeiten? Hier, trage. Reinige hier da. Die Bude. Sehr gut. Hier, die Bude muss auch gereinigt werden. Da sieht's auch aus wie bei Hempis unterm Sofa. Ja. Kannst du nicht noch mehr hier reinigen? Komm, es muss komplett sauber werden. Sehr gut. Jetzt hier die Bude auch sauber machen. Perfekt. Und jetzt kannst du dich hinlegen. Pyro müsste gerade eigentlich auch nicht forschen, ne? Theoretisch könnte ich den auch gerade tragen lassen. Pyro, du musst auch gerade mal Transport machen. Eine Rettungskapsel, das ist perfekt. Ein Pflanzenmensch. Das ist perfekt. Kann nicht kochen, macht nichts, aber er kann kämpfen. Eifersüchtig. So niedrig ein Schlafzimmer zu haben, das nicht so eindrucksvoll ist, wie das von jemand anderen ist. Tolle Wurst. Pyromane auch noch. Kein Feuer löschen. Ja, ich weiß auch nicht. Wo ist er eigentlich hin? Keine Ahnung, die liegt jetzt hier irgendwo. Ich finde sie nicht mehr. Ach, da oben. Na, wie lange lebst du noch? 5 Stunden. Wer von euch soll die holen? Ja, rette mal. Mal gucken, ob sie sich anschließen will oder nicht.
Wenn nicht, dann nicht. Wenn ja, dann ja. Wer weiß, ob sie überhaupt überlebt. Die lebt ja bloß noch 3 Stunden. Bumm. Es dauert überhaupt erstmal so lange, die da runterzubringen. Bürokar, mach dich schon mal bereit hier. Für den Fall der Fälle, dass da noch was zu retten ist. Ja, komm. Und? 0,8 Stunden, okay. Kann er noch retten. Immerhin kann sie kämpfen lernen und pflanzen. Eifersüchtig in Pyromane ist aber echt, weiß ich nicht. Naja, vielleicht entferne ich sie auch, wenn ich einen besseren krieg. So cool ist das jetzt nicht. Reinige mal die Bude, dass sie keine Infektion kriegt, bitte. Ah, die Hunde sind groß geworden. Nee, doch ne, verdammt. Die sind jugendlich, die können aber immer noch nicht tragen. Wie ärgerlich ist das denn? Das hat alles sauber gemacht, außer die unter ihr. Sehr gut. Daumen hoch dafür, ja. So, wir haben jede Menge Reis. Das heißt, hier hätte ich gerne wieder Teufelsgarnpilz. Dann kann hier jemand noch mal eine neue Garnitur bauen. Vom Zeug. Damit ihr euch was Ordentliches anziehen könnt. Hochzeit steht an. Ja, macht das. Pyro heiratet die nächste Frau. Alisa, ey. Pyro ist echt so ein Casanova. Schnell, dass sich die nächste da holt. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Na genau, fütter sie mal. Ja, wenn du schon hier bist, sauber machen, ne? Hatte ich schon mal gesagt, bestimmt. Genau, mach Renne. Dann kannst du hier mal Zeug tragen. Ja, die haben 100. Wunderbar, Ding. Den hat's gefallen. Tedrick ist immer noch nicht fertig mit Bauen und Zeug. Da fehlt's immer noch an allem hier. Ja. Tragen wäre auch noch wichtig. Was ist denn hier eigentlich? Was habe ich denn hier für einen Plan noch? Weiß ich nicht. Ja, wenn Tedrick dann fertig ist mit Bauen, dann kann er auch endlich tragen. Und dann wären wir vielleicht langsam mal fertig mit dem ganzen Zeug, sodass Leute wieder ihre eigentlichen Aufgaben machen können. Dann kommen wir vielleicht noch gerade so zurecht, bis hier wieder Tiere soweit sind, sage ich mal. Leichtes Zusammenbruchsrisiko. Tedrick, ja, macht nix. Genau, leg dich hin. Befinden sich auf der Durchreise. Ja, in Ordnung, können sie gerne machen. Meine Fresse, sieht das hier aus? Jemand müsste mal das Energiegewehr fertig bauen. Kennt ihr da jemanden, der das könnte? Liegt überall zu viel Zeug rum. Kommen zu nichts. Na, trag das Zeug. Du bist schon wieder munter, das ist in Ordnung. Mach mal hier sauber, nachdem du dich mit anderen ausgeruht hast. Damit bessere Laune wird. So, wir brauchen jetzt hier kein Pemmican mehr. Weil das macht keinen Sinn. Ich bräuchte jemanden, der putzt. Dass der Mut wieder hochgeht. Ich bräuchte 50 Leute, die tragen. Oh Mann. Alisa trägt jetzt, ne? Nur noch, glaube. Genau. Sky, du brauchst das Dörrfleisch momentan nicht zu machen, damit die Leute mal zurechtkommen hier. Mit irgendwann mal wieder geputzt und getragen wird. Wenn du jetzt noch anfängst Dörrfleisch zu machen, dann wären wir hier nie mehr fertig. Genau. Dann tut er auch mal wieder hier
Steine verarbeiten. Ist in Ordnung. Das Ding hier ist an, macht aber nichts. Fledermäuse. Okay, den Teufelsgarn anbauen, das dauert auch eine Weile. Ah, hier, wird getragen. Ah, das ist ja ein Traum. Ach, Gottes Willen. Ich spring dann im Dreieck, wenn das hier alles wieder läuft, sag ich mal. Was ist mit ihm? Widerstand? Ist immer noch nicht runter. Was machst denn du? Du musst ihn mal rekrutieren, ne? Bei Gelegenheit mal. Ja, schon wieder Essen machen. Jetzt auch Essen, wunderbar. Ja, die sind alle so schwer beschäftigt. Aber wir haben wieder Essen. Hier in unserem Lager liegt ein bisschen was rum. So dass wir über den Winter kommen könnten. Das wäre schon mal ganz gut. Deswegen mache ich auch gleich wieder die Teufelsgarn. Ach, Tedrick, hier hast du Steine gefunden. Sehr gut. Muss hier auch mal wieder welche zum Holen in Auftrag geben. Ich weiß bloß nicht, wer das holen soll. Das ist das Problem, ne? Hier könnte auch jemand buddeln für neue Steine. Arbeitet hier noch jemand? Haben wir eigentlich noch Besucher? Ne, Besucher haben wir auch keine mehr. Ja, hier, die Hütte sieht halt auch aus wie sonst sowas. Macht halt alles Kinder sauber. Ich finde, die haben gleich hier den ganzen Reis auch weggetragen. Dann wird das wieder. Glaube ich. Dann werden die auch vielleicht mal wieder sauber machen. Das wäre ein Traum. Wieso lag da Reis? Auch gut. Aber Wahnsinn, wie oft die hier Zeug machen müssen. Ja, Pyro, mit Forschen wird demnächst nichts. Das kann ich dir versprechen. Wir sind kurz vor der Energierüstung, aber kurz davor ist halt auch nicht da. Die Energierüstungshelme kriegt dann, also jeder von denen kriegt einen Energierüstungshelm, einfach weil es besser ist. Schutzweste kriegen die ja auch alle. Jemand hat sich vollständig erholt und verpisst sich. Sehr gut. Weltraumfrüchte ist doch nicht da geblieben. Interessant. Die gedacht, die bleibt hier. Ah, naja, gut. Dann halt nicht, ne? Ah, das Energiegewehr gleich fertig. Ich habe ja zwei in Auftrag gegeben, genau. Er kann das auch eigentlich dann gleich verwenden, wenn es fertig ist. Oder du hast eine Schrotflinte? Nee, Alisa kriegt's. Ihr habt Schrotflinten, sehr gut. Ja, Alisa kriegt das erste. Beziehungen von der Herschel haben sich von 45 zu 60 geändert. Weil Betran das Gebiet ordentlich verlassen hat. Gesund. Ja, 60 und 58. Nice. Das ist gut. Wir kommen immer noch nicht weiter, ne? Ja, Tedrick ist jetzt hier erstmal fertig mit Bauen. Ah, die Tiere müssten groß werden, dass die endlich tragen können. Habe ich noch irgendwo Schiefer? Hier, den könnt ihr auch holen. Den Schiefer da. Einfach nur, damit sie die Fallen neu bauen können. Für sonst ist das jetzt erstmal nichts. Die Falle. Da hat es nicht mehr gereicht, ne? Macht da schon mal Feierabend. Das sieht aus hier. Boah. So, naja gut. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, würde ich sagen, ich mache jetzt hier auch erstmal Schluss. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, ist natürlich ein Abo super. Wenn ihr auch eine Mitteilung kriegen wollt, jedes Mal, wenn hier die nächste Folge an den Start geht, dann hilft zum Abo zusätzlich noch die Glocke. Und Anmerkungen und Kommentare freuen mich natürlich immer. Und ja, damit sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.